weil wir hier stehen, da denken wir an Chris Geffroy. Chris Geffroy war der letzte Flüchtling, der an der Mauer erschossen wurde. Er war 21 Jahre alt. Er träumte davon, in die USA zu fahren, Amerika zu erkunden. Und dann kriegte er den Befehl, den Stellungsbefehl, er sollte zur Nationalen Volksarmee einziehen. Das wollte er nicht. Dann hat er mit einem Freund geplant, hier die Mauer zu überqueren. Sie hatten gehört, dass der Schießbefehl außer Kraft gesetzt wurde. Das war am 5. Februar 1989. Und hätte er noch ein paar Monate gewartet, hätte er über Ungarn gefahrlos fliehen können. Ein wenig später wäre eine Flucht gar nicht mehr möglich gewesen, weil dann diese Stadt nicht mehr geteilt war. Sie hatten schon die ersten Grenzbefestigungsanlagen überwunden und mussten nur noch hier an der letzten Mauer, da machten sie quasi eine Räuberleiter. Er stand unten und oben sollte der Christian Gaudian, sein Freund, über die Mauer springen. Dann wurden sie entdeckt. Der Freund wurde festgenommen und Chris Geffroy mit 10 Schüssen von vorne erschossen. Man hätte ihn auch festnehmen können. Das ist aber nicht gemacht worden. Der Schießbefehl war noch gültig. Sie hatten sich getäuscht. Das ist tragisch. Er ist der letzte Flüchtling. Es gibt 128 Flüchtlinge, die an der Grenze erschossen wurden, den Namen wir kannten. Wir erinnern uns daran und hoffen, dass sich sowas nie wiederholt. Vor etwas mehr als 10 Jahren, im Jahr 2000, hatten wir uns überlegt als Fraktion, ich war damals im Abgeordnetenhaus von Berlin, was machen wir zum 40. Jahrestag des Mauerbaus? Wir wollten nicht, dass alles verschwindet, sondern wir wollten im Grunde diese Strecke erhalten als Lauf, wo man Geschichte, Politik und Kultur im wahrsten Sinne des Wortes erfahren kann. Als die Mauer fiel, hieß es aber, die Mauer muss weg. Und die Grenztruppen der DDR hatten bis zum 2. Oktober 1990 noch das Sagen. Und die bekamen den Auftrag, ihr habt die Mauer aufgebaut, baut sie wieder ab. Und das haben sie mit preußisch-sozialistischer Gründlichkeit auch getan. Und nur da, wo sich Initiativen, Einzelpersonen in den Weg gestellt haben, gesagt, nein, diesen Wachturm wollen wir halten oder diese Strecke wollen wir halten, ist da noch was übrig geblieben. Das Interesse ist da. Es erinnert an die fürchterliche Geschichte, die Spaltung dieser Stadt, die Spaltung dieses Landes, die Spaltung des Kontinents Europa, im Grunde die zweigeteilte gesamte Welt. Aber sie erinnert auch an die friedlichen Revolutionen in Ostmitteleuropa, an mutige Menschen, an Solidarność, die 1980 schon angefangen haben, die mit 10 Millionen mehr als dreimal so viele Mitglieder hatten wie die staatliche kommunistische Partei von Polen. Und ohne Solidarność wäre die Mauer in Berlin und der eiserne Vorhang in Europa nicht gefallen. Deshalb ist es auch eine Anerkennung dieser Kämpfe, Charta 77 in der Tschechoslowakei, die wachsende Bürgerrechtsbewegung auch in der DDR, die singende Revolution in den baltischen Staaten, die für ihre Unabhängigkeit gekämpft haben. Und das alles zusammen gegen die herrschende Politik in Ost und West, denn die hatten keine Unterstützung. Erst zum Schluss haben die Politiker reagiert auf diese Wahnsinnsmassenbewegung. Und dann fiel die Mauer und derer müssen wir denken. Und für Sie, euch alle, und ich freue mich, dass es gerade die Albrecht-Dürer-Schule ist, die das macht, denn ich war 18 Jahre Lehrer an der Albrecht-Dürer-Schule. Das finde ich ganz toll. Und dass Sie das mitkriegen, nach dem Motto, das darf sich nie wiederholen. Und wir sagen, nur wer die Vergangenheit kennt, wird die Zukunft meistern können. Wir alle wollen die Zukunft meistern. Deshalb müssen wir uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Ich wünsche uns allen, dass es ein Erfolg wird. 50 Jahre Mauerbau, daran erinnern wir uns und hoffen, dass nie wieder weltweit irgendwo eine Mauer die Völker, die Menschen, die Nachbarn trennt.
Thank you.
Thank you.
Los, komm schnell!